Alter, was geht ab, Leute? TBT hier. Mit dem 9. Match der German YouTube League. Da habe ich mal Nico an unserer Seite. Er ist neu. Hat jetzt Steph auch runtergeladen. Wird uns möglicherweise jetzt an demnächst auch mal repräsentieren in der Liga. Verrücktes Format. Traditional. Wir hatten nicht viel Zeit. Gab viel Chaos bei uns, auch viel Chaos bei der Liga. Hatten wir echt wenig Zeit, uns da irgendwie drauf vorzubereiten. Also musste ich mal wieder ran. Spontan mit Pendeln. Schauen wir mal. Echt verrücktes Format. Nico, schon mal nicht begeistert? Überhaupt nicht. Also ich hätte irgendein OTK gespielt oder irgendwas, aber Pendel im Traditional. Ja, ich hatte das nicht unter Kontrolle, sein OTK-Deck, das er vorgeschlagen hat. Also man sieht ja die Starthand, ist es jetzt Traditional oder ist es jetzt normales Format? Ne? Das ist das Problem. Ne? Man erkennt nicht mal, welches Format es ist. Der Erste, der die krassen Karten zieht, gewinnt halt. Also du hast schon mal keine krassen Karten gezogen. Ja, deswegen habe ich auch nicht gewonnen. Okay. Er kann dir schon mal sagen, mal Federwisch nicht geben. Doch, leider schon. Oh mein Gott. Doch, leider schon. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Ja, leider. Okay, es folgt Sturm. Okay, ja, viel zu heftig. Sturm auf 4, das war's. Okay, Mann. Raid Raptor, oh mein Gott. Ich habe einen Wähler, aber ich habe keine Ahnung, wann ich den einsetzen soll. Oh mein Gott, also wirklich. Raid Raptor Traditional. Naja, jetzt bin ich mal gespannt, was er da gibt. Es ist eigentlich egal, also ich kann eigentlich gar nicht mehr zurückkommen. Also er gibt mir echt krasse Sachen. Ja, aber ich sag mal, Kirin und Vayla ist jetzt auch nicht so schlecht, besser als gar nichts. Also du kannst zweimal was machen. Ja, das schon. Und dann habe ich halt nichts, wenn ich wieder dran bin. Das ist das Problem. Ja. Der wird gebändigt, nein. Also du kennst Rulix nicht. Martin, der ist da. Ja. Ich bin nicht, ich ziehe ihn. Also er macht jetzt seine Red Raptor Faxen, ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich weiß nur, am Ende kommt, gibt er mir Shockmaster auf Spells. Shockmaster, oha. Ich habe gedacht, er bringt den ultimativen Falcon raus. Warte kurz, wir machen ein Video. Ich habe 100% direkt. Hab den mal negiert, ich hoffe, das war das Richtige. Ja, das ist der Sucher, ne? Ja, genau. Aber wieso, irgendwie sucht er trotzdem, okay. Ein krasses Ruling. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe schon, hab auch schon geteamt. Aber der fängt wie soll vor deinem. Die Bumbuko beschwören. Ja, okay. Hol mir noch ein Bumbuko, ja, versucht dann zwei Scales und dann ein bisschen Pendel-Action zu machen, aber bei Hong hat man glaube ich immer noch keine Karte gesehen aus dem Traditional. Nee, immer noch nicht. Vielleicht hat er auch das falsche Deck irgendwie gespielt, keine Ahnung. Er gibt mir einfach direkt Ding. Ein Scale, alle Pendel-Faxen vorbei. Und jetzt gibt er mir alles einfach. Weil er schon gewiss war, das anders. Zwar wie mein Prison Book of Moon, dort zwar was anderes, aber. Nein, nicht Book of Moon. Das war auch irgendwas mit Ziel, aber Prison hat schon gezielt. Ah, mit Safe Zone, genau. Safe Zone kann nicht gezielt. Also Sturm, der kam echt zu heftig. Ansonsten wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen. Hast du es da nicht bereut, sag ich mal, mit Sturm und Flederwisch, dass du Panel gespielt hast? Nee. Ich greife an. Okay. Du machst Safe Zone. Entweder zieht das oder zieht das nicht, aber ich hatte halt erwartet, dass keiner von denen Strike spielt und dadurch das eigentlich immer durchkommt. Aber das ist wirklich viel. Bist du dir sicher? Ja, 100%. Dann lass uns mal verloren. Ich glaube, dieses Duell ist leider vorbei. Das Duell war vorbei, als er Sturm aktiviert hat. Also. Der Rest war nur um Informationen. Freu dich woanders aus. Great Raptor zu heftig, Mann. Ja, ja. Jetzt gibt er mir Shockmaster. Shockmaster aufs Feld. Kein Comeback möglich, kein Top der Gear. Kein Skills. Okay, echt brutal, Mann. So ist es. Shockmaster hat die ganz vergessen, Mann. Der ist richtig brutal. Wenn man nicht ausbekommt. Hast du was geboardet? Naja, 3 Max C, Snow Ogre. Auch wenn du anfängst? Nee, ich habe nicht angefangen. Ich habe Minen anfangen lassen. So. Und wenn er dir Shockmaster erste Runde gibt? Dann hab, soll er halt. Er macht halt seine Faxen, aber interessiert mich eigentlich nicht. Also ich versuche da ihm dann nächste Runde zu geben. Und weißt du, auf welche Karte du Ghost sogar machen musst oder spekulierst du? Ich spekuliere da einfach nur. Keine Ahnung. Mann. Oh, Wavering Eyes, sieh mal. Ja, endlich die erste verbotene Karte, aber jetzt nicht überkrasseste. Oh, jetzt kommt Ghost Soccer. Ich hab's jetzt mal auf den gemacht. Ich hoffe, das war richtig. Also er gibt, fällt, glaube ich, leer ab. Also ich denke, das war schon mal die richtige Entscheidung. Ja, aber die Kartenkarten fühlen sich, ne? Aber er kann nichts mehr machen. Ja, so ist es. Oh, wieder Ghost Soccer.
Ja, und ich krieg pro Arena natürlich 1000. Ganz ehrlich, eigentlich hätte man sich... Jetzt ein paar Pendelfaxen. Vor allem mit Wavering Eyes. Kannst du ihm da ein OTK geben? Nein. Leider nicht. Ich mach nur ein bisschen Kicking Control. Ich hab das jetzt mal geschossen, keine Ahnung was das kann, aber... Hab's einfach mal geschossen. Ich krieg das da schon mit Sternchen, wenn ich brauche. Also ich komm jetzt rein. Du als Pendelspieler, siehst du da irgendwelche Pendelfehler bisher? Bisher nicht, aber mit Wavering Eyes. Ja. Nee, der hat einen Fehler, der denkt, ich bin noch zu Hause bei mir. Aber wo sind die ganzen verbotenen Zauberkarten? Top, Graceful, die Dings, Forceful Sentry, Confiscation, Delinquent, hast du die gespielt? Das meiste davon. Okay. Das meiste, aber leider fast nichts gezogen. Ich habe hier jetzt geschossen, damit ich nochmal Skills für die nächste Runde habe, falls ich wieder Sturm oder Flairlösch kassiere. Jetzt kriege ich ihn auf dem Board. Aber ich sag mal, für Traditional, da habe ich schon erwartet, dass da was Heftigeres liegt. Also so stark ist das Feld ja auch nicht, oder? Für Traditional jetzt. So ist es. Schauen wir mal, was die anderen so in der Liga gespielt haben. Wir hatten echt gar keine Ahnung. Wir wollen es halt nicht übertreiben, dass wir nur Verbotene spielen und dann irgendwie alles totziehen. Was ist mit dem Kappa? Ich hab wieder Ghost Ogre und keine Ahnung auf was. Lieber dann auf Synchro machen, oder? Ja, diesmal ein bisschen geduldig spielen. Alles rauslocken und dann sollte das eigentlich kein Problem sein mit Kegeln. 400 ist voll der Witz. 400 Bombs, ja? Aber doch gar nicht. Das geht ganz schnell. Kannst du die Raid Raptor Karten? Kaum. Wir haben nicht mal ein Review dazu gemacht, also... Das ist komplett an uns irgendwie vorbeigegangen, oder? Ja, weil die immer einzeln kamen, deswegen hat es sich nie gelohnt, ein Review zu machen und dann auf einmal hatten die alles. Also den negiere ich jetzt mit, also kriege ihn zurück auf die Hand. Alter, ich verstehe gerade im Kampf, sogar da wurde ich immer erobert. Jetzt kann er noch einen Exit machen, aber was würdest du jetzt da machen? An seiner Stelle kenne ich mal seine Karten, also ich müsste erstmal die Raid Raptors kennen, aber du hast Kirin und Ghost Ogre, also der hat wenig schöne Möglichkeiten, ne? Ja, aber Kirin kann nicht mehr bouncen. Ja, aber nächste Runde kannst du ja wieder was machen, oder? So, er macht jetzt Emerald. Ja, aber da willst du wahrscheinlich deinen Ghost Ogre nicht verschwenden, oder? Nein. Der Gegner zieht halt viel, aber auf dem Feld hat er nicht viel und... Oh mein Gott, Flederwisch. Aber dafür habe ich schon gesorgt, habe schon rausgedacht und... Hast die Skills auf der Hand, ja. Er sucht sich jetzt diese Red Raptor-Falle, die verhindert, dass ich in OTK kann. Spielt der Red Raptor auch im Normalen oder hat das, glaubst du, nur für Traditional jetzt gespielt? So, der Gegner war Robin Nio. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, aber... Fußballspieler oder was? Ich kannte seinen Kanal bisher noch nicht, sorry. Deswegen keine Ahnung, ob es... Hast du den Kanal angeschaut? Nee. Oh mein Gott. Gleich mal ein Rage und dann okay. Ja, aber jetzt müsstest du ihn eigentlich töten. Ne? Der hat nur noch 3-9 Leben, das müsste gewesen sein. Ja, wie gesagt, er hat diese Falle die OTK verhindert. Ach, die keinen Schaden macht da, ja. So, also die Runde überlebt er noch, aber... Wir sehen immer noch keine Spellkarte oder keine verbundene Spellkarte. Dein Gegner aber haben wir auch nur Flederwisch und Sturm gesehen, der spielt auch nicht. Da war Top Graceful, Delinquent haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, zum Glück. Zum Glück, ja. Interessant, obwohl das Traditional ist, dauert das sehr lange. Also da habe ich gedacht, dass die Spiele eigentlich viel schneller vorbei sein dürften. Ja, das war das einzige lange Spiel. Game 1 war 2 Runden, Game 3 hatte ich einen Zug, also ein bisschen Spoiler. Kann eigentlich Imperial Order, kann das Pendel negieren? Ja, davor hatte ich auch Angst, also das war die Karte, vor der ich echt Eierstock dann hatte. Hattest du irgendwas dagegen im Deck? Ein MST. Oh mein Gott. Ja, nur Einsatz noch, wenn er gechained wird. Sonst also wenn er die Imperial Order gibt, eigentlich tot. Und Royal Oppression? Da geht schon. Wegschießen mit Artfiend und so. Okay. Snow Ogre geht glaube ich auch da drauf. Und sonst MST. Da ist ein paar Sachen möglich. Er aktiviert jetzt zweimal Allure hintereinander. Danach glaube ich nochmal Graceful. Er zieht sein Deck durch, aber kriegt irgendwie nichts Gescheites raus. Nee. Ciao.
Und jetzt einfach zur Presse oder draußen? Ja. Oh, jetzt kommt das Delinquent. Ja. Fünf Weiß und Alternative. Kann eigentlich nichts machen, solange ich Ding hab. Ja. Und zwar Monkeybot zurück auf die Hand. Richtig saftig dann. Gibt mir Monkeybot auf Welt, beste, oder? Beste, ja. Den Move habe ich von Nico gelernt. Jetzt gibt er mir Roach. Aber ich hole mir Monkeybot zurück auf die Hand. Kirin überlebt. Ja, das war's, glaube ich. Gegner conceded noch nicht. Ja, nein, ich muss noch angreifen. Er gibt nicht auf. Gefällt leer ab und dann greife ich an, 2000 direkt. Nein, das ist nicht Stachus. Natürlich ist es Stachus. Das ist bei mir dort. Das ist mich verarschen, die Spaß. Oh, ja, jetzt, das ja, war's, glaube ich. Und auf zu Game 3. Ja, aber das ist nicht so gut, die sind nicht so nah beieinander wie am Stachus. Endner! Alles. So, er hat entschieden anzufangen. Kannst gewinnen. Glaubst du besser für dich? Okay. Eigentlich schon, weil ich habe ihn ja Game 2 anfangen lassen. Graceful im Pendel. Ja, egal, Hauptsache man zieht. Aber abwerfen. Ja, tote Karten halt abwerfen. Nee, warte. Du musst echt ziehen. Ja, okay, klar, besser ist. Das ist traurig, ich habe immer noch kein Maxi gezogen. Dreimal gesidet. Er kann ungestört seine Faxen machen. Genau, das hat Peter gemacht. Das geht aber. Zwei verdeckte also. Imperial Order. Zum Glück nicht, aber eine andere Karte, die sehr gut geht gegen Pendel. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Aber was soll man machen? Ich musste. Was ist das, Mann? Kann eine Zauberkarte negieren oder Falle. Okay, krass. Wenn du halt dein Network kontrollierst. Ja, aber trotzdem, eigentlich jetzt sag ich mal, sieht nicht schlecht aus für dich. Okay, ich bin gespannt, was gekommen ist, Mann. Ja, schau dir das an und dann. Habe ich so eine Tüte hier? Er leidet jetzt schon. Ich bin echt gespannt, was kommt. Flashback, ja. Trauma von der Runde. Oh mein Gott. Das wie viel? Die Gegner spielen kein Strike und Warning. Ein Strike, aber Warning. Ja, jetzt. Er gefällt, jetzt gibt er mir OTK. Kein Fliederwisch? Nee, nee. Er gibt mir einfach OTK. Dauert halt jetzt eine Weile. Er macht seine Kombos. Ich erzähl mal das Video jetzt zu Ende. Also schaut bei ihm vorbei. Liga zurzeit. Alle am Leiden. Er hat Tiefpunkt. Die anderen Spieler haben auch keinen Bock. Alle regen sich über Format 1 auf. Also die meisten sind keine Metaspieler. Die haben keinen Bock auf Tier 1 Format. Tier 2 Format wird nur dem meist gespielt, hat auch keinen Bock. Und halt. Ja, da liegt es eher, sag ich mal, an den Rulings oder wie man das, sag ich mal, gestaltet. Ne? Ja, so ist es. Tier 3 Format dauert ein bisschen chaotisch, bis sie die Regeln und so sich entschieden haben. Da ist auch Chaos. Was war das verrückteste Deck, was bisher da gespielt wurde? Weiß ich nicht. Also wir sehen ja nicht, was die anderen gespielt haben. Erst nachdem. Haben die noch nicht Videos hochgeladen oder? Nee, nee, alle am Sonntag, alle gleichzeitig. Ansonsten Views von den Zuschauern, Interesse ist glaube ich auch gesunken. Einige haben schon aufgehört. Jetzt einer aus der Liga hat direkt geragequittet, bevor wir überhaupt gegen ihn gespielt haben. Mann, YouTube Liga ist serious business, Mann. Das ist echt. Schauen wir mal, Rückrunde ist geplant. Ich weiß nicht, ob wir da mitmachen werden. Doch. Rubinho macht immer noch seine Kombos. DevPro macht auch Probleme, Replays kann ich zurzeit nicht abspielen, also alles live aufnehmen. Aber warte mal, hättest du da nicht den Phoenix beschwören können? Ich weiß nicht. Du hättest ihn beschwören können, du hättest das einhören. Ja, das ist, Effekt ist negiert. Wieso? Er hat diesen einen Crystal-Ding gemacht. Was macht der Crystal-Ding? Alle offenen Karten negieren. Oh mein Gott, okay, echt zu heftig. Okay, Mann.
Oh ja, ist es dieser ultimative, der unberührt ist? Ja, genau. Okay, und der gibt auch noch 1000 Damage. Das war's. Oh mein Gott. Cooles Format oder auch nicht, wie man es nimmt. Liga. Schauen wir mal, wie es mit der Liga weitergeht. Ich hoffe, es geht noch weiter, auch wenn alle gerade am Leiden sind. Ansonsten schaut bei Gobinio vorbei. Hoffentlich geht's weiter, damit Nico auch mal eine Chance bekommt. Ich bin nächstes Mal dabei, weil ich sehe, so funktioniert das nicht. Also eindeutig falsche Deckauswahl. Bei Traditional muss man richtig krasses Deck spielen. Da sind alle Karten wieder zurück. Pendel, ja, weiß ich nicht. Ich war damit nicht so zufrieden. Ich hätte andere Decks gespielt. Aber leider konntest du uns nicht vertreten. Er hatte Deathrow noch nicht unter Kontrolle. Ja, ich habe Monkey Board schon aus Versehen discarded, man, anstatt aktiviert. Echt ja, tot, Mann. Aber hoffentlich nächste Runde. Schaut bei ihm vorbei, schaut bei uns vorbei und leider nicht. Alter, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.